Ich glaube, das war ein Adler. Schließlich in der Rubinsee. Uiuiui. Ach, Brillenfuzzi. Die Bitte um Hancock, von der genau. Bei Hancock. Und des Vorsitzenden Lolorito. Wenn irgendjemand um den Aufenthaltsort dieser heiligen Kleinodien weiß, dann doch sicherlich meine Freunde von der Konföderation, dachte ich mir. Wie hieß der denn nochmal? Wie hieß der nochmal? Wir sehen es gleich. Soroban, genau. Was machst du hier? Aber das passt mir sehr gut. Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Warum gibt es Pommes und Kroketten? Na, weil sie lecker schmecken. Zu jedem Gericht einfach ein Gedicht. Ja, stimmt. Oh, die Musik. Wow. Wow. Ja, das sieht gut aus. Ich möchte auch so ein Outfit haben. Also ich laufe hier in Schwarz rum mal wieder. Sie sieht wie ein Kappa aus. Der Papa war ein guter Charme. Dadurch, dass sie den abgesägt haben, der hätte definitiv Potenzial zu mehr gehabt, finde ich. Ja. Ja. Definitiv. Bin aber echt ein bisschen traurig drüber. Aber naja, kann er nie alles haben, leider. Aber ich muss tatsächlich sagen, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich im, ne, ich habe hier in Tafnir angefangen und nicht in Schalayan. Ich glaube, es war gut so. Also bis auf die Stellen in Schalayan, die sind zwar interessant, aber sie ziehen sich unnormal. Aber ansonsten finde ich Endwalk echt richtig gut und sehr, sehr emotional. Auch wenn es am Anfang echt ein bisschen dröge war. Also ich, ne, so Spannungskurve erst da unten und irgendwann ging es halt echt schnell nach oben. Mittlerweile, ich kann gar nicht mehr aufhören. Oh, am liebsten würde ich nach dem Essen direkt weitermachen, aber ich muss unbedingt schlafen nachher. Wenn ich nicht schlafe, dann drehe ich irgendwann noch durch. Aber wahrscheinlich, eventuell, rein hypothetisch, könnte es morgen sein, dass wir trotzdem weitermachen. Dass wir es vielleicht bis Sonntag zum Ende bringen. Dass wir morgen weitermachen und Sonntag dann den Abschluss. Also je nachdem, ob Frischus morgen seine Impfung da über, also ne? Wenn er flach liegt, dann auf jeden Fall. Ansonsten muss ich mal gucken. Wahrscheinlich dann wirklich eher gegen Abend. Dann werde ich mich aber wahrscheinlich schon ewig lange in die Warteschlange setzen. Und ich glaube, morgen wird das dann wieder. Juhu, los geht's. Nur da wir darauf hoffen können, bald mit Edeladamantit und anderen Schätzen versorgt zu sein. Wie schnell glaubt ihr, nach ihrem Eintreffen den Ether-Antrieb fertigstellen zu können, Meister Kokol? Cool. Bis dahin wollen wir euch natürlich gern zur Hand gehen. Scheut euch nicht, uns für wichtige Erledigungen einzuspannen. Wie schnell der Antrieb fertig wird, hängt von der Menge und der Qualität des Materials ab. Bevor ich es in den Händen halte, kann ich darüber keine Aussage treffen. Eine kleine Bitte hätte ich aber tatsächlich. Ich möchte alles hören, was ihr über die Technologie der Lager wisst. Güla, mit dem Rotstoff. Wenn ich richtig gehört habe, scheinst du dafür der Experte aus Euroskopien zu sein, oder? Natürlich. Das stimmt. Gerade hier ist eine wandelnde Enzyklopädie. Wie wäre es, wenn wir bei anderen Vorbereitungen mit anpacken? Während er hier bleibt und mit Master Kokul die Köpfe zusammensteckt. Zugegeben,
Beschluss des Rates war diese Art der Unterstützung nicht mit inbegriffen. Doch allein damit, auf das Adamantit zu warten, ist der Exodus schließlich nicht getan. Wir sollten dafür sorgen, dass wir auf jegliche Eventualitäten gefasst sind. Ha, ihr seid ja ein richtig tüchtiger Haufen. Die Einstellung lobe ich mir. Ich weiß auch schon, wo ich euch hinschicken kann. Die Leute in Klein Schalayan klagen Tag ein, Tag aus darüber, wie beschäftigt sie doch mit den Plänen für den Exodus sein. Die können jede Hilfe gebrauchen. Nun, in dem Fall auf nach Klein Schalayan, würde ich sagen. Hat die nicht gerade irgendwie... Ja, hatte ich. Jetzt muss ich tatsächlich... Die ist doch ein bisschen voll geworden hier. Alles von den neuen Sachen. Alles Badensachen, die muss ich noch gucken, ob ich sie behalten will oder nicht. Wie ich mich kenne, werde ich die Hälfte davon behalten. Oh. Gut, nur der Rock passt gerade nicht, aber passt schon. Wie geil. Ich liebe solche Outfits, ne? Ne? Ich liebe sowas. Nur das hier muss halt weg. Unbedingt. Das sieht ja kacke aus so. Ich weiß, ich könnte da jetzt ein Ding drauf packen, aber nö. Ah. Weiß ich, habe ich dafür noch was? Ist ja nicht perfekt, aber das passt schon. Sieht zumindest besser aus als das, was davor dran war. Hatte ich auch mein Lieblingsoutfit gefunden. Dass mir meine Ausrüstung wirklich gefällt, ne? Das hat noch kein Addon bisher geschafft. Also wirklich keins. Aber hier, glaube ich, bis auf ein einziges, fand ich alles super. Das hier halt so richtig Steampunk-mäßig. Ich liebe es. Okay, so. Bevor ich hier aus meinem Geschwärme nicht mehr rauskomme. Hi. Hi. Gut, es glitscht ein bisschen durch, aber passt schon. Richtig. Da 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 da
Du, ich jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht dran vorbeireite. Würde ich eigentlich nicht. Nur dieses Rondell reiten ist irgendwie so ein bisschen. Hätten sie nicht einfach so einen Steg zumindest mitten durchmachen können? Hi. Ganz so klein ist dieses Kleinschalayan ja gar nicht. Eine seltsame Vorstellung, dass die vielen Forscher all die Jahre praktisch unter unseren Füßen gelebt haben. Wenn man schon so lange hier festgesteckt hat, wird ein wenig frischer Wind wie Montrigan sagt, den Einwohnern bestimmt gut tun. Warum teilen wir uns nicht auf und fragen sie direkt, ob wir ihnen irgendwie aushelfen können? Tu mir das doch. Das klingt nach einem Plan. Sobald wir uns umgehört haben, treffen wir uns in der Nähe des Ätheriten. Und da ist die erste Ding jetzt wieder für die Windätherquellen. Vermute ich jetzt einfach mal. Ganz lautstark. Nehmen wir natürlich an. Wenn ich weiß, wo da. Lalafell. Hallo, kleiner Lalafell. So, wo muss ich hin? Da hinten für Windätherquellen. Wollt ihr nicht eigentlich aufs Klo gehen? Hi. Na, da hinten muss ich hin. Also ich möchte heute zumindest noch das Unterteil von meinem Outfit hier haben. Also ich glaube, wir machen definitiv bis 16 Uhr. Werdest du gleich nochmal kurz ausgucken, sobald wir die mit dieser Quelldings hier gemacht haben. Nein. No. Oh Gott, wir können schon direkt abgeben. Wir reichen die 89! Komm her, meine süße kleine 89. Ey, da fehlt uns nur noch ein Level bis 90. Ein Level bis 90. Oh. Ein fucking Level. Das erreichen wir spätestens morgen oder übermorgen. Die 90. Hi. Ja. 89. Sehr schön. Achso. Und das war jetzt nicht so. Dann gehe ich jetzt einfach noch mal schnell aufs Klo. Dann bin ich gleich wieder da. Und dann machen wir noch mal ein bisschen Story. Die 1,5 Stunden.
Ich bin gespannt, was da noch so passiert. Wahrscheinlich kommt da am Ende noch so ein richtig fettes Ding, gefühlt. Also, bis gleich. Danke. So, dann suchten wir doch jetzt noch mal ein bisschen weiter. Haben wir noch nicht genug. Irgendwo in diese Richtung. Müssen wir jetzt gehen. Gott, ich liebe dieses Outfit. Ah. Boah, nur noch die anderen Teile für diese Rüstung. Ich brauch sie. Unbedingt. Danke, Iron. Um dieses Kristallstream im Hintergrund, ne? Keine Ahnung, Iron wird mal aufs Sofa wandern. Wie war die nächste, war die Nacht nicht so pralle. Bei vielen aber tatsächlich, ne? Ich hatte jetzt auch nicht so die beste Nacht. Also heute bei ganz, ganz vielen war die Nacht echt mies. Aber dann ruhe ich nochmal schön aus. Und ja, vielleicht bis später. Wie gesagt, so lange machen wir ja jetzt auch nicht mehr. Leider. Aber ich muss halt dann auch bald das Abendessen vorbereiten. Hätte einfach nicht so lange leben sollen. Ja, bei mir waren es die Katzen und der Hund, die mich wachgehalten haben. Und viel Spaß im Lurk, Luna! Und wieder abgeben. Nach niedlichen Hasenwesen suchen. Da. No, Living Way. Singing Way, Cooking Way und Growing Way. Was für eine Freude, dich hier zu treffen. Die Ratsleute haben uns in die Werkstatt gebracht und uns ihre klitzekleine Winzeiche gezeigt. Da wir an der leider nicht viel machen können, haben wir uns einen Rundgang erlaubt. Immerhin müssen wir die Gelegenheit nutzen, alles über Ätheres zu lernen. Oder eher das klitzekleine Miniatur-Ätheres, in dem wir hier gelandet sind. Nur fragen wir uns, wo wir damit anfangen sollen. Vom Rat hatte niemand Zeit für uns, herumzuführen. Nicht, dass die Flucht am Ende noch länger dauert, weil wir irgendwem von der Vorbereitung abgehalten haben. Das wäre unverzeihlich. Ihr zwei kommt daher wirklich wie gerufen. Hier hätten wir uns immer allein zurechtgefunden. Nimmer allein zurechtgefunden. So. Ihr seid doch nicht etwa ebenfalls beschäftigt? Wenn nicht, könntet ihr uns dann ein paar besonders spannende Ecken im Labyrinthus zeigen? Oh bitte, das wäre wirklich prima. Wir sind auch bestimmt nicht wählerisch. Wir wollen alles sehen. Ich hasse Rumpfieraufgaben. Das ist so eine der wenigen Sachen, die ich nicht mag. Ja, wir kriegen die Hose. Okay, dafür führe ich die gerne rum. Wenn wir dafür die Hose, also das Unterteil kriegen, dafür führe ich sie überall hin. Eine Führung des Labyrinthus, diesen Vorschlag wäre ich nicht abgeneigt. Bedenkt man, wie wenig Schalayan über den Mond weiß, wäre ein Rundgang der Lupurit zweifelsohne sinnvoll. So werden sie die gravierendsten Unterschiede selbst feststellen. Meine Sachkenntnis über die hiesige Einrichtung hält sich zwar in Grenzen, doch gemeinsam sollten wir die ein oder anderen interessanten Stellen aufspüren können. Nicht wahr? Einem Rundgang steht demnach nichts im Wege. Yippie! Ich weiß sogar schon, was ich mir zuerst ansehen will. Da drüben, dieses Gebäude mit dem komischen Dingsapparat. Was? Die komischen Dingsapparate sollen es also sein? Nun, dann sehen wir sie uns einmal aus der Nähe an. Das da? Ja gut. Oh, ich will mein Unterteil. Alter, ich war noch nie so aufgeregt, ne?
will einfach nur wissen, wie es weitergeht. Boah, ich wusste ja gar nicht, dass man so große Gebäude und Apparaturen auch ohne Magie bauen kann. Ella, erklärst du uns, wofür die vielen Einzelteile gedacht sind? Speziell die Anlage und so, okay. Dann inspizieren wir mal. Das lese ich aber nicht, wo wenn dann was kommt. Weil das interessiert mich nun wirklich nicht. Dann schaue ich direkt wieder ein. Wenn ich das vorlese. No. Wir bin auch dir noch viel Spaß beim Zocken. Wir lesen uns. Ja. Dir viel Spaß beim Einkaufen. Ich glaube, du wolltest einkaufen, ne? Und danke, dass du da warst und wir schreiben. Wie gesagt, lange mache ich auch nicht mehr. Leider. Ciao. Tüdelü. Wie gesagt, das interessiert mich jetzt erst hier überhaupt nicht. Wenn mich nicht alle Rüben trügen, ist das also eine Art Reinigungsanlage. Ah, Mist. Da treffe ich die Möhre auf den Punkt. Ich habe doch recht, oder? Ein so simples System zu konstruieren, wäre natürlich ein Klacks für uns, Luporit. Ganz egal, ob unter Tage, in den Bergen oder sonst wo. Sauberes Wasser ist wirklich unverzichtbar für die Bewohner von Eteris, nicht wahr? Kein Wunder, dass bei der Erschließung dieses Fleckchens gleich eine so große Anlage gebaut wurde. Sagt, stimmt es eigentlich, dass viele von euch in furchtbar heißen und trockenen Gegenden wohnen? Das stand zwar in unseren Aufzeichnungen, aber wenn ich diese Riesentanks hier sehe, kann ich es kaum glauben. Woher holt ihr denn dort euer Trinkwasser? Ja, Oasen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wie bitte? Also muss das Wasser nicht nur sauber, sondern auch noch in rauen Mengen vorhanden sein? Du liebes Möhrchen, ich hoffe, wir haben die richtige Menge für Maralamentorum berechnet. Es würde zwar bestimmt niemand verdursten, weil das Wasser gleich euren ganzen Lebensraum ausschmückt, dann haben wir nicht gerechnet. Erst einmal will ich herausfinden, wie viel genau gebraucht wird. Wenn wir wieder zurück auf dem Mond sind, kann ich die Produktionsmengen anpassen. Wo wir gerade dabei sind. Wäre es auch unheimlich hilfreich zu wissen, was mit dem Wasser geschieht, das nicht zu Trinkwasser wird. Ja, das geht in Badeutensilien drauf. Sprach Alfie nur nicht von einer Einrichtung, die mit Hilfe des Wassers die atmosphärischen Verhältnisse des Labyrinthus reguliert? Sie befand sich im Logistikon Alpha. Wie ich die Loporit kenne, werden sie Alfinos Begeisterung dafür gewiss teilen. Oh ja, bitte zeigt uns das Loporistikon Alpha. Gleich jetzt sofort. Wir wollen jeden Winkel sehen. So, lass uns aufbrechen. Unser Ziel liegt ein Stück außerhalb Klein Schalayans. Außerhalb, du meinst in der Wildnis? Auf dem Weg in die Werkstatt haben wir jede Menge grimmige Raubtiere gesehen. Wisst ihr, ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber die haben uns glatt angeschaut, als wären wir ihre nächste Mahlzeit. Hätte uns da ohne die Begleitung unserer Eskorte alles passieren können? Eine grauselige Vorstellung. Ein verständlicher Einwand. So manche Kreatur könnte ein Loporit mit einem Beutetier verwechseln.
Umgehen wir die Gefahr besser, indem wir euch getrennt zum Ziel geleiten. So ist das Risiko weitaus geringer, mit Tümpel einen Lupurit zu verlieren. Wrongway und Livingway kommen mit mir. Alaya, du folgst mit Singingway und Cookingway. In deiner Obhut werden sie sich sicher fühlen und nicht von deiner Seite weichen. Auf dann, wir sehen uns von dem Logistikon Alpha. Auf dann, keine Müdigkeit vor Schützen und vorbei an den Biest. Will die Bestien sagen. Los, Growing Way. Zum Atmosphärendingsapparat. Oh. Ich will einfach nur diese Quests abgeben, damit ich meinen scheiß Kram da kriege. Ja, will ich eigentlich gar nicht. Ja, dann kann ich friedlich nachher ausmachen. Aber ich will halt noch so viel schaffen, wie möglich ist. Hui. Lauft weiter, meine Kleinen, lauft weiter. Immer schön weiterlaufen. Hilfe. Ui. Bleib mir weg. Willkommen am Logistikon Alpha, Freunde. Das Gebäude, in dem die Wetterregulatoren operieren, befindet sich im Medialzirkel auf der gegenüberliegenden Seite. Ich kann gleich die Aufgabe abgeben und kriege mein Unterteil. Sehr schön. Von hier wird also die Atmosphäre des gesamten Labyrinthos gesteuert. Und dabei ist alles hier so winzig. Ich bin beeindruckt, dass und das sage ich ein Lupurit vom Fach. Es ist alles andere als einfach, das Wetter, die Luft und die vielen anderen Elemente eines geschlossenen Systems aufrechtzuerhalten. Auf der Suche nach einem neuen Heimatstern können wir dieses Wissen bestimmt irgendwie mit unserem eigenen kombinieren. Die Wahrscheinlichkeit, im Weltraum ein Gestirn mit Atmosphäre zu finden, ist nämlich fast null. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel Glück Aetheris hat, dass die Naturgesetze hier so gut zusammenspielen. Man könnte glatt meinen, es sei auf wundersame Weise so vorherbestimmt. Unterteil! Wahrscheinlich... Hey, landet doch drin. Sehr gut. Ja! Ah! Schön! Ich liebe meine neue Rüstung. Ich liebe Steampunk. Ah, schön. Alter, und wir nähren uns echt. Das ist unfassbar. Das Wetter ist ja so schön und gut, aber du weißt, welches Thema mir unter den Krallen brennt, richtig? Das Essen natürlich. Oh, welche fantastischen Möhrensorten werden mich auf Aetheris nur erwarten.
eine. Vielleicht zwei. Wenn Cooking Fail mehr über die hiesige Kulinarik erfahren möchte, so wäre Mirials Agrarbotanik wohl eine gute Anlaufstelle. Hättest du mir den Gefallen und zeigst ihm die Einrichtung, während ich hier bei Singing Way und den anderen Loporiten bleibe? Kunilarik. Davon hat Orion J. auf dem Mond gesprochen. Die Kultur des Essens, sagt er. Die Art, das Wie und Weshalb des Zubereitens und Verspeisens einer Karotte sozusagen. So ganz hatte ich es nicht verstanden. Man muss wohl mit eigenen Augen sehen, mit eigener Zunge schmecken. Das hat zumindest Orion J. behauptet. Und genau das würde ich nur zu gerne tun, bevor Ätherisch schon bald selbst verspeist wird. Von Apokalypse meine ich. Zeigst du sie mir? Also die... Kanulirik, oh Gott. Das macht mich glücklich. Glücklicher als ein Glückskarotte. Vielen lieben Dank. Diese Agrarbotanik soll hier gleich ums Eck sein, wie meine langen Löffel lauschten. Einfach links raus und geradeaus. Ja, so in etwa. So in etwa. Ich muss diese eine Windätherquelle noch finden. Und scheiß die so jetzt als erstes. Nehmen wir eine kurze Mini-Abkürzung. Wenn man es als Abkürzung bezeichnen kann. Geht's mal hier Richtung Westen.